mein Gegner ist bekannt, ich kämpfe gegen... Kickbox-Weltmeister Michael Smolik hat ein besonderes Laster. Ich bin süchtig nach Knockouts. Knockouts sind sein Lebenselixier. Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Heute ein ganz, ganz heißes Thema. Mein Gegner ist bekannt. Ich kämpfe gegen Chuck Norris, oder wer war es nochmal? Genau, Chuck Norris, richtig. Gegen Badr Hari, gegen Verhoeven und gegen Gökhan Saki. Das sind die einzigen Namen, die die meisten kennen. Wann kämpfst du gegen Conor McGregor eigentlich? Ach so, ich muss noch ein bisschen abnehmen. Aber der muss noch ein bisschen Gewicht machen. Nein, Spaß beiseite. Mein nächster Gegner wird ein sehr, sehr krasser Mann. Ein Glory-Kämpfer, Daniel Sam. Daniel Sam mag der ein oder andere kennen, vor allem in der Kampfsportszene bekannt. 2 Meter groß, 120 Kilo, sehr viel Erfahrung. Wird sehr interessant. Markus, was ist deine Prognose oder wie siehst du das? Ja, ich bin da natürlich ein bisschen vorbelastet. Ja, also du fragst mich jetzt hier, was meine Prognose ist. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannender Kampf. Ja. Ich freue mich auch, dass du jetzt mal einen Gegner hast, der wirklich aus den Top-Rängen kommt, wo du meiner Meinung nach sowieso schon seit Jahren hingehörst, wo du es jetzt mal echt unter Beweis stellen kannst. Ich glaube, dass der Kampf ein bisschen länger gehen wird, einfach weil Daniel Sam ein sehr erfahrener Kämpfer ist, weil er sehr groß ist, sehr schwer ist. Er ist fast 2 Meter, glaube ich, 120 Kilo, wenn ich das richtig weiß. Ja. Er ist sehr, sehr hart, ein sehr, sehr harter Kämpfer. Hat natürlich auch Schwächen. Ja? Wenn ihr viel Gewicht habt, ist man natürlich auch immer ein bisschen langsamer. Es gibt nichts geschenkt im Kampfsport. Und du bist auf jeden Fall deutlich schneller, athletischer. Daniel Sam hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Punching Power. Vermutlich, wenn er sein Gewicht richtig einsetzt, auf jeden Fall. Ja. Um deine Frage endgültig zu beantworten, ich glaube, dass du den Kampf gewinnen wirst, vielleicht durch vorzeitigen Abbruch in vielleicht der dritten Runde, vierten Runde oder über Punkte. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich bin jetzt auf alles vorbereitet. Wir haben jetzt auch gerade wieder ein Hardcore-Training hinter uns. Man sieht es ein bisschen vielleicht, geduscht habe ich nicht, sondern wirklich tatsächlich Training. Und ja, wie der Markus schon sagt, Daniel Sam ist einer wirklich aus den Top-Rängen. Er ist, hat schon öfter bei Glory gekämpft und ich freue mich auf den Kampf. Ich bin auf alles eingestellt. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, aber ich bin jetzt schon topfit. Der Kampf kann 5 Runden gehen, der Kampf kann 1 Runde gehen, man weiß es nicht. Aber was kommen wird, ich bin vorbereitet. Ich trainiere auf jeden Kampf, als wäre es mein letzter. Ob es jetzt ein Daniel Sam ist oder ob es ein, wie heißt der, Talero ist oder sonst irgendwas. Ich trainiere bei jedem gleich und immer eigentlich von Gegner zu Gegner trainiere ich immer noch härter und versuche mich natürlich ständig weiterzuentwickeln. Sollte von jedem Kampfsportler allgemein auch irgendwie das Ziel sein, dass man sich kämpferisch immer weiterentwickelt und nie auf einem Punkt stehen bleibt. Unser Leitsatz ist ja eigentlich, wenn du glaubst, etwas zu sein, hast du aufgehört, etwas zu werden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Fight. Der Kampf kommt in Sat.1 wieder live am 18. November in Düsseldorf. Karten gibt es www.team-molik.de/tickets. Da könnt ihr Karten bestellen. Gibt nicht mehr so viele, also beeilt euch. Das macht dann mein Team, wickelt dann die ganzen Bestellungen mit euch ab. Ansonsten, ich freue mich auf den Kampf. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf den Kampf. Verfolgt meinen YouTube-Channel, verfolgt meinen Facebook und Instagram. Da poste ich regelmäßig. Und das war's. Wie gesagt, so viele Videos werden jetzt nicht kommen. Ich versuche einmal ein Video in der Woche rauszuhauen, aber der Fight ist mir jetzt echt wichtiger und mein Fokus wird darauf gelenkt. Und ich glaube, das ist auch verständlich. Hast du noch was zu sagen? Wahrscheinlich alles gesagt. Nee, richtig. Ich schließe mich dir an. Ich freue mich auf den Kampf. Ich freue mich, wenn ich einige von euch oder alle von euch am Kampf sehe. Ansonsten, die es nicht schaffen, auf jeden Fall. Tragt euch den Kalender ein, live einschalten auf Sat.1. Genau, wir freuen uns, wenn wir euch mit einem Team Smolik-Shirt beim Fight sehen. Unterstützung, Shirts gibt es auch unten im Shop. Zieht euch mal rein. Ansonsten war es das mit dem Video. Kurze Info zu meinem Kampf. Das war Markus und Michael Smolik. Haut rein.